Ladies and Gentlemen, willkommen zur zweiten Folge von SnowRunner, dem großen Offroad-Abenteuer, das bislang wirklich der Hammer war. Wir haben in der letzten Folge viel erkundet, viel entdeckt und auch schon den ersten Auftrag erledigt. Und heute geht's weiter. Ich habe ein bisschen weitergespielt, wie versprochen, und habe hier die Werkstatt erkundet. Da habt ihr ganz richtig in die Kommentare geschrieben, die war schon auf der Karte markiert. Ich habe es nicht ganz gesehen, war aber gar nicht so dramatisch, denn wir waren ja auf dem richtigen Weg. Ich habe trotzdem größeres Problem, dazu später mehr. Jetzt sehen wir hier, was wir hier so alles in der Werkstatt machen können. Wir können zum Beispiel unseren Truck hier oder unseren Pickup hier umfärben oder auch diverse Dinge ausbauen. Und im Truckshop sehen wir auch schon, was uns dann noch so erwarten wird. Und da sind wirklich richtig leckere Geschütze dabei. Diese Caterpillar Trucks hier zum Beispiel oder auch diese XXL Schwertransporte. Also es wird noch richtig, richtig krass, vor allen Dingen das, was man dann damit transportieren wird. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Jetzt müssen wir die Werkstatt verlassen. Und das geht nur, indem wir unseren Truck hier abstellen. Also einmal schnell abstellen. Dann die globale Karte öffnen. Und dann geht es weiter in Alaska. Und ich würde sagen, da starten wir direkt in der Werkstatt. Und dann schauen wir uns Alaska in den USA an. So, sie ist leer, weil sich dein Wagen noch im Trucklager befindet. Dann holen wir den mal da raus. Und dann geht's auch schon weiter. Müssen wir den noch irgendwie reparieren hier? Oder passt das noch alles? Ach komm, wir fahren mal so. Wir fahren mal so. So, gut. Dann verlassen wir die Werkstatt und sehen willkommen in Alaska. Du kennst jetzt die Spielgrundlagen und bist frei, die Welt zu erkunden, Aufträge anzunehmen, Trucks aufzurüsten, neue Trucks zu kaufen und die Wildnis zu erobern. Der Abschluss von Aufträgen in Alaska kann wegen des Wetters ziemlich schwierig sein. Wenn du dich besser vorbereiten willst, kannst du zurück nach Michigan und die Alaska erst später vornehmen. Denk daran, unbekannte Gebiete zu erkunden, Wachtürme zu entdecken und Aufträge im M-Kartenmenü anzusehen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wo spielt man hier am besten weiter? In welchem Land? Ich meine, wir haben, oder in welcher Region? Ich meine, wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen Michigan entdeckt. Ich würde sagen, wir schauen uns heute mal das hier an. Wir müssen noch die Handbremse lösen. Allrad machen wir auch mal an. Dann sehen wir nämlich auch mal ein bisschen Schnee. Direkt in der zweiten Folge. Man wird hier aber wirklich... Hui. Das ist ein Anhängershop. Ach, Anhänger gibt es auch zu kaufen. Ach, krass. Müssen wir mal schauen. Also hier vorne. Können wir denn für unseren Truck hier irgendwelche Anhänger kaufen, die sinnvoll sind? Also... In Mudrunner gab es ja oft so Werkstattanhänger oder so. Ah ja. Aber das sind alles Pritschenwagen. Aber das passt. Dann nehme ich, glaube ich... was nehme ich da jetzt am besten? Scout-Tankauflieger. Dann hatten wir auf jeden Fall noch einen Tank. Aber ich glaube, ich nehme lieber den hier. Ich nehme den mal. Ich glaube, das passt schon. Jeder Anhänger kann entsprechend deiner aktuellen Bedürfnisse gekauft oder verkauft werden. Beachte bitte, dass du die richtige Sattelkupplung brauchst, um bestimmte Anhänger anzukuppeln. Okay, habe ich mir schon gedacht. Ja, dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Das wird ja doch jetzt interessanter. Ich habe leider auch ein paar Kritikpunkte. Ich habe mir auch fleißig eure Kommentare durchgelesen, war da sehr aufmerksam. Ihr hattet auch ein paar Kritikpunkte, aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Dieses Spiel ist der absolute Hammer. So, dann blende ich den Mauszeiger mal aus, das ist so ein bisschen dieses Lenkradproblem und dann gucken wir vielleicht mal auf der Karte, wo jetzt hier der nächste Wachturm ist. Ich glaube, wir fahren mal hier in die Richtung. Hier ist nämlich ein Logistikzentrum. Und was sind hier für... Ach du liebe Zeit. Ah ja, jetzt geht's richtig los. Der Pipeline-Bau. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir das schon machen können mit unserem Vehikel. Aber ich meine, wir müssen sowieso erstmal hier zum Logistikzentrum und müssen den Wachturm freischalten. Also würde ich sagen, erkunden wir erstmal die Karte und dann schauen wir gleich mal, ob wir schon einen Auftrag absolvieren können. So. Ich gehe mal wieder in die Ego-Perspektive. Oder in die Fahreransicht hier. Und dann sehen wir, das sieht ja wirklich episch aus. Also, ich bin da wirklich hin und weg, was das angeht. Und auch die Schlammsimulation, das ist ziemlich krass. Also ich habe mich jetzt
seit der letzten Folge habe ich hier natürlich noch mal ein bisschen rumprobiert und ich habe mich mehrmals festgefahren. Und zwar auch wirklich übel. Also so, dass kein Baum in der Nähe war, wo man sich mal kurz festziehen konnte oder so. Ich habe es eben schon erwähnt, ich habe ein größeres Problem, weil in Michigan steckt der Truck jetzt im Schlamm fest und ich brauche irgendeinen anderen Truck, der dann auch vielleicht geländefähig ist, um den da rauszuziehen. Denn selbst so weit geht's, mit einem einfachen Geländewagen kriegt man den da nicht rausgezogen. Das ist schon echt realistisch. So, ich glaube, das ist das Logistikzentrum hier, ne? Schauen wir mal schnell. Oh, das sieht gut aus. Das ist die Aufgabenzone. Du musst sie betreten, um die Aufgabe anzunehmen und zusätzliche Informationen zu bekommen. Dann schauen wir mal, was wir hier so transportieren können. Ersatzteile. Okay, also wir können mit diesem Anhänger Ersatzteile transportieren. Schauen wir mal, ob es einen Auftrag gibt, wo wir Ersatzteile brauchen. Ja, hier, das ist es doch. Dann machen wir das direkt für die Pipeline. Also, automatische Beladung. Und mit etwas Glück. Es ist aber auch, drückt ein bisschen auf die Hinterachse, ne? Aber es geht. Oh ja, das wird noch lustig, damit zu fahren. Das scheint relativ schwer zu sein. Ich weiß nicht, wie viel Tonnen wir jetzt hier drauf haben oder wie viel Kilo wir hier drauf haben, aber ich glaube, es ist nicht ganz wenig. Trotzdem, wir starten einfach mal in das Abenteuer. Ich denke, das wird zu absolvieren, machbar sein, sagen wir es mal so. Und boah, das rutscht hier alles. Boah. Eine Frage von euch war auch, gibt es Force Feedback? Und dazu muss ich sagen, jein. Ich spiele das Ganze ja mit Lenkrad und es macht auch echt Spaß, aber ich glaube, das ist alles noch nicht so richtig umgesetzt. Also die Lenkrad-Einstellung ist zumindest bei mir eine Katastrophe. Hängt vielleicht auch so ein bisschen vom Lenkrad ab, aber die vordefinierten Profile, die sind ein bisschen falsch eingestellt. Und Custom, das ist auch nicht so das Wahre. Also, setz mir doch mal eine Route, glaube ich. Oh, das war's dann auch schon wieder mit dem Wachturm. Aber ich meine, dann nehmen wir einen anderen. Nee, also diese Custom-Belegung funktioniert auch nicht so ganz richtig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so aussieht. Aber bei mir hat es nicht ganz so gut funktioniert. Ich denke mal, das wird später noch gepatcht. Und ich glaube, an der PS4 funktioniert es aktuell gar nicht. Also das ist wohl problematischer als gedacht. Und Force Feedback hat man im Prinzip nicht. Aber manchmal, wenn man in so richtig tiefe Löcher fällt, dann hat man es doch. Also wirkt mir alles noch etwas unausgegoren. Okay. Ich dachte gerade schon, ich sei falsch. Man muss die Routen gut setzen, also gewissenhaft. Aber ich glaube, da vorne ist schon die Pipeline, um die es auch geht. Oh, 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 oh. Ich höre sie schon läuten. Das ist auch nicht gefroren hier. Oder so halb. Aber ich glaube, wir können uns hier durchfügen. Das ist ja der Hammer. Dann kämpfen wir uns mal weiter. Es gab direkt zum Start von SnowRunner auch einige Aktivierungsprobleme beim Epic Game Store. Viele von euch haben geschrieben, solange das nicht zu Steam kommt oder irgendwie frei verfügbar ist und an diesen Epic Game Store geknüpft ist, wollen sie es nicht spielen. Habe ich Verständnis für. Ich muss allerdings sagen, also ich fand das auch erst eine blöde Aktion oder eine blöde Idee. Aber man gewöhnt sich schnell dran und ich meine, dieser Epic Game Store, wenn man diese Benachrichtigung ausgestellt hat, dann geht das auch. So, da haben wir den Salat. Diese Pipeline versperrt den Weg, also sorgen wir mal dafür, dass wir eine von zwei schon mal wegbringen und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal
hinfahren, ne? Also müssen das vermutlich zweimal anliefern. Pipeline-Bau. Genau, zweimal Ersatzteile. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch zwei drauf bekommen hätten. Macht aber nichts. Wir können ja nochmal zurückfahren. Ich bin ja schon irgendwie... Ich glaube, wir machen mal keine Experimente. Ich glaube, ich mache das mal so, wie das hier jetzt auch am sinnvollsten ist. Also wie wir hergekommen sind. So fahre ich jetzt auch wieder zurück. Man könnte nämlich jetzt auch hier rechts fahren. Ich habe da aber ein bisschen Sorge. Wir schauen mal, wo das hinführt. Nee. Nee, das ist mir zu riskant. Wir fahren mal schön den Weg wieder zurück, den wir auch gekommen sind. So. Ich meine, es gibt immer noch die Option, sich bergen zu lassen. Aber so richtig hübsch ist das natürlich nicht. Und ich will es möglichst ohne schaffen. Also es ist auch irgendwie echt spannend. Und die Missionsvielfalt, die ist halt wirklich enorm. Also ich glaube, wir haben jetzt so 1% von dem gesehen, was da noch so möglich ist. Ja, ja. Ah. Da fliegen wir wieder. Aber jetzt... Raus mit dem Ding hier. Aus dem Schlamm. Wäre natürlich krass, wenn man hier auch im Auto noch Dinge einstellen könnte, aber das geht leider nicht. Aber auch so ist es natürlich schon sehr hübsch gemacht. So, dann fahren wir nochmal zurück zum Logistikzentrum, nehmen nochmal Ersatzteile mit und dann ist die Pipeline da erstmal weg von der Straße und wir können ein bisschen weiter erkunden und können uns dann um weitere Aufträge kümmern. Ich dachte, dass man sich da sozusagen vorspielen muss, dass man gewisse Aufträge erstmal freischalten muss. Und mehr oder weniger ist das ja auch so, aber mich verwundert, dass man tatsächlich sehr frei in der Missionsannahme ist. Also wir haben ja gerade diese lange Liste gesehen. Wir hätten auch viele andere Aufträge machen können. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, da vorne ist das, glaube ich, ne? Ja. So, der rutscht mir ein bisschen zu weit weg. Ich mach mal das Allrad aus. Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Aber ich meine, Allrad auf der befestigten Straße frisst sowieso relativ viel Sprit. Und solange wir hier noch keine Tankstelle haben, Vorsicht, Obacht. So, ich bin's wieder. Grüß Gott. Ich bräuchte noch mal ein paar Ersatzteile. Gehen da auch zwei drauf? Zu wenig Platz, okay. Nee, dann musste man tatsächlich zweimal fahren. Wir machen doch hier wieder Allrad an. So. Eine große Rutschpartie. Also wer auch immer das genehmigt hat. Achso, jetzt habe ich ja noch zwei. Aber das ist nicht so schlimm. Die laden wir mal ab und die nächsten. Dann kann man also tatsächlich zwei Ersatzteilboxen mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie bei dem Holzlager in der letzten Folge. Aber das ist nicht so schlimm, dann können wir schon mal den nächsten Auftrag erkunden. Denn ich glaube, relativ nah daneben war auch noch ein Auftrag. Vielleicht kann man den dann auch schon teilweise bedienen. Alles, was hilft, hier irgendwie die Karte freizuschalten und ein bisschen durchsichtiger zu machen, ist ja erstmal gut. Ui. Ist nicht gut. Ja, wir sehen unten links auch den Zustand unseres Motors und unserer anderen Teile. Aber auch optisch ist das dargestellt, also das Schadensmodell ist auf jeden Fall, ja, werden wir noch sehen, bin ich mir sicher, werden wir noch sehen. Mach das mal wieder aus hier. Eine Rutschpartie. Lieferung zum Pipeline. Und neben der, also ich glaube in der ersten Folge haben wir uns Michigan angeschaut. Na, da müssen wir wieder mitfahren.
Nein, das wird nicht funktionieren. In der ersten Folge haben wir uns, glaube ich, Michigan angeschaut. Dann gibt es noch die russische Region Taimir und dann eben Alaska, wo wir jetzt gerade sind. Und Alaska ist ja so das große neue Feature mit der Schneesimulation. Aber so richtig, dass man sich mal im Schnee festfährt, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Weil das, was hier uns gerade auffällt... Ich habe gerade echt ein bisschen Angst, dass wir den überladen haben. Ui, ui, ui. Da ist die Kacke am Dampfen da. Und die Räder gleich auch. Ja, gut ist das nicht, was wir hier machen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind über dem Berg. Ja. Nee, genau, also das ist ja jetzt auch der Schlamm gewesen, der uns hier aufgehalten hat. So. Da sind wir wieder. Mahlzeit, der Ersatzteillieferant Ihres Vertrauens. Ich hab sie dabei. So, Pipeline ist betriebsbereit. Wow, nicht schlecht. Du bist schnell wie eine Lawine. Naja, gut. Schneller wär's gegangen, wenn ich es direkt im ersten Moment hier mit beiden Packs sozusagen angeliefert hätte. Ich hoffe nur, dass du nicht irgendwann in eine echte gerätst. Das wäre dann doch ziemlich blöd. Oh nee. Was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt hier weiterfahre, dann geht da vorne eine Lawine runter. Da würde ich einen 50er würde ich draufsetzen. Jetzt gucken wir nochmal schnell, ob hier noch ein anderer Auftrag war. Lieferung ins Dorf. Ah, hier sind auf jeden Fall noch mehr Ersatzteile gebraucht. An der Polarbasis. Da ist eine Ölfässer. Oh ja, das wird noch spannend. Feuer im Fluss. Also ich glaube, wir sollten uns erstmal hier auf diese Aufträge hier konzentrieren. In dieser Region. Hier ist die Fabrik. Die Sägemühle. An der Fabrik steht doch bestimmt was. Ich lasse die Ersatzteile mal drauf. Oder? Ja, doch. Oder nee, wir machen es... Doch, ich lasse die erstmal drauf. Ich lasse die Ersatzteile jetzt erstmal hier hinten drauf und wir kunden jetzt einfach nochmal ein bisschen. Denn die Straße sieht ja ganz gut aus. Dann kann ich die erstmal mitnehmen. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Also es gibt auf jeden Fall hinten einen Auftrag, wo man noch mehr Ersatzteile mitnehmen kann. Oder hinbringen kann. Ah ja, da vorne ist dann vermutlich die... Be prepared for the unexpected. Ah nee. Was passiert jetzt? Das lässt sich kaum lenken hier. Was passiert jetzt hier? Okay, hier muss vermutlich auch wieder was freigeräumt werden. Neue Mission entdeckt. Aufgaben sind kleinere Zusatzmissionen, die dein Leben erleichtern, indem sie Pfade freischalten und dir Möglichkeiten zum Geldverdienen bieten. Sie werden bei der Erkundung der Welt entdeckt. Okay. Ich würde vorschlagen... Was müssen wir denn jetzt hier machen? Morrison Mining? Ne, wo ist denn das? Felshindernis. Achso, das ist das hier. Metallplanken müssen wir hier hinbringen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und erst dann können wir es ja richtig passieren. Ich würde vorschlagen, wir belassen es erstmal dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich lasse euch oben abstimmen. Also wir werden jetzt in den nächsten 3 Folgen heute noch in Alaska unterwegs sein. Aber wie soll es dann weitergehen? Wollt ihr weiter in Alaska unterwegs sein oder wollt ihr, dass wir switchen auf Michigan oder Taimir?
Stimmt gerne oben ab. Wir haben jetzt die globale Karte freigeschaltet. Ich werde euch das zur Auswahl geben und dann werden wir in der Zukunft sicherlich nochmal rüberreisen. Aber erstmal, die nächsten Folgen werden jetzt hier in Alaska stattfinden. Und ich werde auf jeden Fall meinen Anhänger hier mal ein bisschen frei bekommen und vielleicht auch schon versuchen, so den ersten Truck zu finden, sodass es in der nächsten Folge dann richtig schön weitergeht mit neuem Content und neuen Aufgaben und neuen Herausforderungen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne in die Kommentare schreiben, falls euch noch was aufgefallen ist. War natürlich nicht ganz so intelligent von mir, erstmal nur mit einem Ersatzteil-Pack hier unterwegs zu sein, aber ich werde an mir arbeiten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.